Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Ich habe gerade die gleiche Frage gestellt bekommen. Das ist, was bedeuten Preise insgesamt? Wie gesagt, ich nehme das mit Dankbarkeit und Demut an, aber ich weiß es, glaube ich, auch einzuordnen. Es ändert nichts an meinen Zielen, an meinen Motiven zu arbeiten. Das ist vielleicht eine kleine Bestätigung und das ist es vielleicht. Sie sind ja ein Künstler, der wahnsinnig viele Menschen begeistert, auch emotional. Was war für Sie so der bewegendste oder schönste Moment Ihrer Karriere? Oh, es gab unglaublich viele. Ich glaube, das Befriedigendste für einen Künstler ist, glaube ich, wenn er sich in seiner Arbeit wiedererkennt. Und das kann im Grunde genommen nur funktionieren, wenn man bei sich bleibt, wenn man was man tut, auch wirklich meint und glaubt. Was tun Sie denn für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Es ist ja vielleicht auch noch ganz leicht. Zu jung zu bleiben? Ja. Ich glaube, das hat viel mit Disziplin zu tun, die mir einfach angeboren ist. Ich darf noch zur Hochzeit gratulieren. Wie fühlt sich das Verheiratetsein an? Genau wie vorher. Genau wie vorher ist kein großer Unterschied. Können Sie sich noch mal Familie vorstellen, Kinder? Ja, ich habe ja eine Familie, also das brauche ich mir nicht vorzustellen. Sie werden ja in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern. Es ist ja noch ein bisschen hin, aber was denken Sie? Ja, in diesem Jahr ist richtig. Ja, ist immer erstaunlich, wenn es erwähnt wird, weil ich merke es ja Gott sei Dank noch nicht so, mein Alter, aber man ist doch immer erstaunt, wenn es genannt wird. Ja, dann hat das wirklich... Was tun Sie für sich, um gesund zu bleiben? Was tue ich für mich? Ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin einfach diszipliniert. Ich lebe auch dementsprechend, weil ich auch weiß, dass ich meinen Beruf nur so ausüben kann, wie ich ihn ausüben will, wenn ich dementsprechend lebe. Das ist ganz einfach. Wenn Sie vielleicht die Gene. Ich habe vielleicht ein bisschen Glück gehabt damit. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wären so große Wünsche oder die wichtigsten Wünsche? Einfach besser zu werden, einfach sich weiter zu verbessern, neugierig zu bleiben, weiter zu lernen und weiter halt versuchen, mit den besten Leuten zu arbeiten, mit denen man arbeiten kann, weil nur daran wächst man. Danke. Danke.